Houston, we have a motherfucking problem. Wir haben ein Problem mit immer mehr toxischen Männern, was einen echten Mann ausmacht, ist nicht toxisch zu sein. Das ist mir der wichtigste Punkt in diesem Video jetzt. Es gibt so viele toxische Männer, wie ein Wiederkäuer. Es gibt so viele toxische Männer da draußen, die ihre Frauen schlagen, weil sie ihre Emotionen nicht im Griff haben, die ständig am Rumschreien sind und mit Angst arbeiten müssen. Ständig die Frau, die sie haben, fertig machen müssen, weil sie damit ihre Dominanz spielen wollen, ausspielen wollen. Und das macht einen toxischen Mann aus. Wenn er die ganze Zeit Probleme schiebt, wenn er dich nicht beschützt, sondern bedrängt, dich in Gefahren setzt, dich alleine lässt, dich angreift, ob jetzt verbal, physikalisch, psychisch, mental. Was da abgeht, ist crazy. Und ich hab's auch nicht hautnah erlebt, aber ich hab's erlebt. Ich hab's gehört, auch gesehen, so. Aber was ich mir dann dabei denke, ist, wie halten das diese Frauen aus? Warum sehen die nicht, in was für einem Unglück die sind? Die werden, da geht der Mann fremd, sie bleibt trotzdem zusammen mit ihm. Toxisch. Er schreit sie permanent an, sagt ihr die ganze Zeit, dass sie nicht schön genug ist oder sonst irgendwas. Oder gibt ihr das Gefühl, dass sie nicht gut genug ist. Und sie versucht trotzdem weiterhin die ganze Zeit ihm zu gefallen, anstatt sich selbst. Und versucht und versucht und versucht und investiert. Weil ich habe jetzt in der Vergangenheit oftmals davon erzählt, von Männern, unser Investment und was wir so denken. Aber ich habe auch schon über die Probleme, was Männer betrifft, auch schon zum Teil gesprochen. Über Narzissmus und was weiß ich. Und es gibt immer mehr heranwachsende narzisstische Männer. Heranwachsen nicht, weil sie vom Jugendalter ins Erwachsenenalter kommen. Das meine ich nicht mit heranwachsend. Sie wachsen oder werden zu einem toxischen, narzisstischen Mann, weil sie alten Trauma nicht beseitigt haben oder bearbeitet haben. Alte Traumatas, was ich eigentlich sagen wollte, nicht verarbeitet haben, weil sie ihre Unsicherheiten mit Ego-Spielchen überspielen müssen. Und du merkst vielleicht so, diese Männer sind einfach nur falsch. Und es geht dir auf den Sack, dass sie die ganze Zeit diese Machtspielchen spielen müssen. Vielleicht ist dein Boss so oder irgendein Arbeiter bei dir, Mitarbeiter oder was weiß ich, dein Vater, dein Ehemann, dein Kind. Und denkst dir einfach nur, wie ist das passiert? Passiert ist es, wenn dieser Mann nicht gelernt hat, zu sich selbst zu stehen. Wenn dieser Mann nicht gelernt hat, mit seinen Gefühlen umzugehen. Ich musste in sehr jungen Jahren lernen, mit meinen Emotionen, mit meinen Gefühlen klarzukommen. Dass ich nicht die ganze Zeit wütend auf jemanden sein kann, der kleiner Italiener sagt oder mich aufzieht oder sonst irgendwas, weil sobald ich wütend werde,
gebe ich ihm die Power. Oder ihr. Und viele lassen sich provozieren. Gut, sie haben vielleicht auch die falsche Frau, weil sie die ganze Zeit dich provoziert, aber das gibt dir nicht das Recht, als Mann handgreiflich zu werden. Es ist was anderes, wenn sie ständig handgreiflich ist und dich die ganze Zeit ohrfeigt. Denn sowas gibt es auch als Frau. Gibt es auch, dass viele Frauen auch heutzutage immer mehr handgreiflich werden und der Mann auf einmal irgendwann keinen Ausweg mehr sieht, anstatt sie zu verlassen, was immer der Ausweg sein sollte, wird er dann selbst handgreiflich und dann spielt sie das Opfer und dann kommt er in den Knast. Aber was einen echten Mann ausmacht, und das ist nicht nur meine Meinung, das ist Fakt. Er sorgt sich um seine Familie, um seine Frau, seine Kinder, um das Wohlergehen der Familie. Er ist der Fels in der Brandung, er löst die Probleme, er ist ruhig, er kann mit seinen und er kann mit seinen Gefühlen umgehen und die seiner Frau und der Kinder. Er ist stark genug dafür. Und ich weiß, dass ich stark genug dafür bin, weil ich tagtäglich E-Mails, Nachrichten hier bekomme, wo Leute sich ausweinen. Nicht ausweinen im Sinne von irgendwie, dass ich jetzt herabsehe zu dir oder sonst irgendwas. Ich meine wirklich ausweinen, sich wirklich fallen lassen und sagen so, ey, mir ist so viel Scheiße passiert, bababababab. Und sie lassen wirklich ein Paragraph da und schreiben lange Texte. Und wenn ich manchmal sowas lese, geht mir das ins Herz. Nur ich bin ein starker Mann, ich halte sowas aus, weil ich selber viel erlebt habe und selber weiß, wie es ist. Deswegen gebe ich dann keinen dummen Kommentar, komm doch nicht hierher und erzähl mir, was deine Probleme sind. Nein, ich will Menschen helfen und ich helfe Menschen, indem ich sie aufwecke. Und dabei sehe ich immer Kommentare, kriege E-Mails, mir schreiben Menschen, die sich dann bedanken deswegen und sonst irgendwas. Und ich finde es schön, dass ihr mir vertraut, in diesem Channel vertraut und euch wirklich so gehen lässt und wirklich von euren Sorgen und Ängsten erzählt. Denn das gehört dazu, zum Wachstum, wirklich sich einzugestehen, okay, das habe ich erlebt, das ist mir passiert und ich danke dir, dass du mir die Augen geöffnet hast. Jetzt fühle ich mich wenigstens so ein bisschen besser. Wie oft habe ich diese Nachricht gelesen? Zwar nicht genau so, aber so in der Art. So, ey, das beschreibt ganz genau, was ich erlebt habe und bla bla bla. Deswegen für alle die, die sagen so, du sagst immer das Gleiche und was weiß ich, es kommen immer wieder neue Menschen dazu. Und manchmal muss man Dinge wiederholen, aber ich sage nie 100% dasselbe, auch wenn es sich ähnlich anhört, weil der Umgang mit falschen Menschen, toxischen Menschen, meiner Meinung nach nur zu einer richtigen Entscheidung führt, sie zu verlassen, wenn du die Möglichkeit hast. Wenn du keine hast oder wenn es die Möglichkeit gibt, zusammenzuarbeiten. Und du merkst, du kannst mit dieser Person reden, sie behandelt dich scheiße und du sagst ihr, ey, hör auf damit. So, das verletzt mich. War nicht genau so, aber so eine Art. Und dann merkst du, die Person zeigt dir Reue, entschuldigt sich und verändert sich, ist was anderes. Aber viele heutzutage, auch viele Männer, du kannst ihnen sagen, was du willst, die werden sich nicht verändern, weil sie so ein Ego haben, sie denken, gerade wir Männer, sehr viele haben dieses riesen Ego, kompensieren es, was weiß ich, mit ihrem Auto, mit ihrem Status, mit ihrem Job, mit ihrer Frau, mit was auch immer und kompensieren das Ganze, anstatt wirklich daran zu arbeiten, dass du kein so Ego-Zombie bist und du gehst die ganze Zeit rum und du denkst, was auch immer, wer du bist und du hast so viele Privilegien, weil du es kannst und du bist Boss und was weiß ich alles, ist alles Bullshit. Ist alles Bullshit. Ein echter Mann, die Werte eines echten Mannes zeichnen sich aus, inwiefern er sich um andere Menschen kümmert, wie er sich um seine Familie kümmert, wie er mit anderen Menschen umgeht, wie er mit seiner Frau umgeht, wie er mit seinen Kindern umgeht. So viele Kerle heutzutage, so viele Jungen, weil ich nenne es nicht mal Männer, so viele Kinder heutzutage, die
Kinder bekommen. Kinder bekommen Kinder. Sie sorgen nicht für ihre eigenen Kinder. Sie gehen nicht auf den Spielplatz, wenn ich später Vater bin. Ich weiß ganz genau, wie es ist, wenn man will. Wie soll ich sagen? Viele, ich sag's so, viele Männer heutzutage gehen einfach nicht auf ihr Kind zu. Sie vernachlässigen es komplett. Schon in jungen Jahren, sie gehen nicht mit dem Kind mal alleine irgendwo spielen, kümmern sich nicht wirklich um das Kind. Emotional auch sind sie nicht für das Kind da. Sie hören nicht zu bei den Problemen, was das Kind hat. Sie ignorieren das Kind komplett, diese toxischen Männer. Und sie gehen gar nicht auf das Kind ein. Sie sagen dem Kind nur, wie es sein soll, aber nicht, und wie es zu sein hat und was es tun soll und was es lassen soll, aber nicht, dass sie das Kind lieben. So, vielleicht hast du selbst von deinem eigenen Vater fast nie gehört, so, ich liebe dich, ich hab dich lieb, irgend sowas. Fast nie. Und wenn, dann kam es nur in schrecklichen Situationen. Was weiß ich, jemand ist gestorben, dein Opa ist gestorben und dann kommt dein Vater, umarmt dich und sagt dir, dass er dich lieb hat. Und dass er dankbar ist, dass er dich hat. Aber sonst, jeden Tag kritisiert er dich, beispielsweise. So, beispielsweise. Und was einen echten Mann ausmacht, ist, dass er sich Fehler eingestehen kann. Das heißt nicht die ganze Zeit, er läuft da rum und sagt, oh, es tut mir leid, es tut mir leid. Er gesteht sie sich selbst ein, arbeitet an sich, dass er es nicht mehr tut. Und er gibt sein Bestes jeden gottverdammten Tag, dass er die beste Version seiner selbst ist, für seine Kinder und für seine Frau, für seine komplette Familie. Denn sie braucht ihn. Das macht einen echten Mann aus. Er sorgt sich um sich selbst genauso wie um andere. Wenn es jetzt Familienmitglieder sind, aber auch Menschen außerhalb der Familie. Er ist kein Duschbag, kein, das heißt Saftsack, glaube ich. Ich liebe dieses Wort. Er ist kein Arschloch. Er ist nicht wie ein Wannabe-Boss, der da rumläuft. Es gibt ja immer diese Boss-Figuren, ja, die dann da rumlaufen und in ein Geschäft gehen und nur weil es jetzt ein Euro teurer ist, dieses Produkt, schreien sie direkt den Kassierer an, so, wie kann das sein? Ich war gestern hier, das war ein Euro billiger, beispielsweise. Oder sie haben ein technisches Problem im Fernseher, gehen zum Fernsehladen und kacken irgendwie die Verkäufer an, was verkauft ihr mir für eine Scheiße und was weiß ich, was ich nicht alles schon gesehen und erlebt habe. Ob es jetzt Familienmitglieder waren oder irgendwie, ich bin irgendwo in einem Laden und sehe einen Mann komplett am Ausrasten und ich denke mir nur, what the fuck, die Person kann nichts dafür, die verkauft dir die Scheiße nur. Denkst du, die stellt das her und verkauft dir extra Scheiße, damit du einen Tag später kommst, genervt und so, sei doch mal cool. Denk doch mal dich in eine andere Person rein. So, okay, diese Person kann nichts dafür. So, ich muss jetzt cool reagieren. Ich muss jetzt respektvoll sein. Das macht einen echten Mann aus. Er hat Respekt vor anderen. Er kriegt Respekt. Er behandelt Menschen nicht wie Dreck. Er ist für Menschen da. Er kann helfen. Er hat Ressourcen. Nicht nur im materiellen Sinne, jetzt irgendwie finanziell, Ressourcen im Sinne von Wissen, Herz, auch einfach mal Dankbarkeit, weil es da draußen diese undankbaren Männer gibt, die ständig am Nörgeln sind, ständig nur Probleme sehen, anstatt dankbar zu sein, dass ihr Kind irgendwie es ihn liebt. So, und du willst doch als Vater nur, dass dein Kind dich liebt, dass dein Kind gesund ist. Aber nein, du gehst hin und machst. Und ich habe in diesem Buch, Think and Grow Rich bei Napoleon Hill, die deutsche Ausgabe, gestern gelesen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie dieser Spruch war. Blätter jetzt nicht extra, das dauert sonst zu lange, das wiederzufinden. Es müsste verboten sein, dass Eltern ihren Kindern
Und ich sage jetzt auch gerade Väter, ihren Kindern irgendwie Komplexe einflößen, Minderwertigkeitskomplexe, darum ging es. Und so viele Väter da drauf, auch Mütter, aber das Video geht jetzt rein nur um toxische Männer, was einen echten Mann ausmacht. So viele toxische Männer da draußen flößen ihren Töchtern oder Söhnen Minderwertigkeitskomplexe ein, weil sie selbst Minderwertigkeitskomplexe haben und müssen es projizieren auf ihre Kinder. Ihre Kinder sind nur, wie soll ich das jetzt nennen, die Sündenböcke. Dein Kind ist dein Sündenbock. Und du kommst nach Hause und genau das ist auch eines der wichtigsten Themen. Du kommst nach Hause von deinem Job, den du hast vielleicht beispielsweise, oder du bist einfach nur genervt, weil irgendwas passiert, irgendjemand hat dich nicht richtig behandelt und du gehst jetzt hin und behandelst jetzt deswegen deine Kinder scheiße. Geht natürlich auch an die Mütter, aber jetzt geht es an die Väter, an die Vorbilder. Vorbildsfunktion solltest du haben. Das macht einen Mann aus. Vorbildsperson sein oder vorbildlich vorangehen. Das heißt nicht, du machst alles richtig, aber du gibst dein Bestes, um wirklich die beste Version deiner selbst zu sein oder zu werden oder wie auch immer. Du willst dein Bestes geben. Du willst da sein für deine Kinder. Du gehst nicht hin und nur weil du jetzt einen schlechten Tag hattest, vermittelst du das deinen Kindern so, dass du ihnen einen schlechten Tag machst mit deiner schlechten Laune. So. Sobald du nach Hause kommst, du bist zu Hause. Du bist bei den Menschen, die dich lieben. Bei den Menschen, die du liebst, lieben solltest. Aber diese Männer haben keine Liebe im Herz, wenn sie überhaupt ein Herz haben, weil es ist lieblos, seine Kinder mit Hass zu begegnen, was viele auch tun. Sag nicht, dass sie ihre Kinder hassen, aber sie begegnen sie mit Hass. Sie sagen ihnen ständig, dass mit ihnen was nicht stimmt. Sie geben ihnen ständig das Gefühl, dass sie irgendwie nicht richtig funktionieren, dass sie nicht richtig ticken, dass sie, keine Ahnung, dass sie einfach falsch sind und sonst irgendwas und geben ihnen somit Minderwertigkeitskomplexe weiter, wo das Kind in jungen Jahren lernt, okay, mit mir stimmt was nicht. Und dann wächst das so an und wird dann selbst irgendwann zu einem emotionalen Wrack, weil es immer schon gedacht hat, dass es nicht richtig tickt und dass mit ihm irgendwas nicht stimmt, mit diesem Kind. Und dann wächst dieses Kind heran, ist verunsichert, ist traumatisiert von seinem Vater, hasst vielleicht noch seinen Vater und der Vater hat sich nie wirklich aufrichtig um das Kind so gekümmert. Der war nur da, wenn das Kind für ihn da war. Wenn das Kind irgendwie einen Beitrag geleistet hat, dann bin ich da für dich. Nein, das ist falsch. Ich bin nicht nur da, wenn mein Kind, beispielsweise, ich will jetzt, dass mein Kind sportlich aktiv ist, weil ich Sport liebe und ich finde es wichtig, dass Kinder auch gerade schon jung sich, das heißt nicht, ich will jetzt einen Hochleistungssportler drin. Das heißt einfach nur, ich schicke das Kind zum Volleyball, Badminton, Fußball, Basketball, irgendwas, was das Kind liebt. Und wenn das Kind irgendwann kommt, und ich bin jetzt beispielsweise Fußballer, ich habe mein ganzes Leben lang Fußball gespielt, und es gibt immer diese Fußballväter. Und das Kind sagt dann irgendwann so, Papa, ich mag kein Fußball mehr spielen. Nein, du gehst dahin, das kann nicht sein, ich sag dir, dass du dahin gehst. Sonst wirst du noch faul, sonst wirst du dick, wieder Minderwertigkeitskomplexe. Anstatt das Kind gehen zu lassen, zu erkennen, okay, das Kind bildet jetzt seinen eigenen Charakter, bildet jetzt seine eigenen Interessen und geht seinen eigenen Interessen nach. Ich lasse das Kind gehen, denn das Kind soll sich selbst kreieren, finden, wie auch immer, nenn es, wie du es willst. Und das macht einen richtigen Mann aus. Der erkennen kann, es muss nicht immer nach meiner Pfeife sein. Das Kind kann selbst entscheiden. Das heißt nicht, wenn das Kind 5 ist und das Kind sagt, Papa, aber ich gehe jetzt alleine zur Schule
und ich gehe jetzt oder ich gehe alleine zum Kindergarten. Du brauchst mich nicht hinfahren. Ich weiß den Weg, dass du dann mit 5 Jahren dein Kind alleine zum Kindergarten laufen lässt. Ist vielleicht nicht so schlau. So. Nee, ist eigentlich wirklich nicht schlau. Aber wenn das Kind jetzt, sagen wir mal, 15 ist und es hat seit dem 6. Lebensjahr irgendwo Sport gemacht und du unterstützt das Kind die ganze Zeit. Und auf einmal sagt das Kind so zu dir: Ey, Papa, nimm's mir nicht böse, aber ich will jetzt diesen Sport nicht mehr machen. Beispielsweise, es kann ja alles andere sein. Du trimmst dein Kind dazu, Musik zu machen. So, und auf einmal willst du nicht mehr Musik spielen und sagst: Papa, ich habe kein Interesse mehr daran. Und dann auf einmal lässt du dein Kind komplett fallen, was ich auch oft erlebt habe. Dann lässt du das Kind komplett gehen, mir alles egal, nie wollen die das machen, was ich denen sage. Was man dann auch alles hört, und dann weinen die darum. Bullshit. Bull fucking shit. Das Kind soll nicht das machen, was du willst. Das Kind ist kein fucking Roboter, wo du sagst 0 und 1 und jetzt habe ich dich programmiert. Nein. Das Kind soll einen eigenen Kopf haben. Wenn ich später Kinder habe, beispielsweise, ja. Und ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren, ich wollte was Wichtiges sagen. Dann trimme ich die nicht zu irgendwas. Das Kind, ich will nur eine Beispielsperson sein. Ich will kein Vorbild sein. Das wollte ich noch nie sein. Ich will nur ein Beispiel abgeben. So, an mir kannst du dich messen. So, ich bin ein Beispiel, aber ich soll nicht dein unbedingtes Vorbild sein. Du sollst nicht so werden wie ich. Du sollst so werden, wie du es willst. Und das werde ich meinen Kindern immer vermitteln. Du kannst sein und tun und lassen. Lassen im Sinne von, was du nicht tun willst, was nicht konform mit dir ist, lass es. Und das ist okay. Wenn du keine Musik mehr spielen willst, spiel keine Musik mehr. Wenn du nicht mehr in Fußball gehen willst, mach kein Fußball mehr. Aber, finde etwas, was dich erfüllt. Lass dich nicht hängen. Das werde ich genauso vermitteln. Weil ein Mann mit Wert, ein echter Mann, wird nicht dabei zusehen, wie sein Kind faul wird. Er wird es unterstützen, er wird es motivieren, er wird es animieren, dass es wieder sich selbst findet. Wenn das Kind irgendwie im Down-Modus ist, okay, komm, wir gehen mal zusammen ein bisschen zocken. Wir gehen mal raus, einfach mal spazieren, eine Fahrradtour machen. Und ich motiviere es, indem ich irgendwas Aktives mit dem Kind zusammen mache. Ich bin für das Kind da. Ich bin dabei. Ich bin ein Teil von diesem Kind, von dieser Story. Und lass nicht meine Frau den ganzen Haushalt machen, und zum Haushalt gehört nicht nur, dass du auch Kinder alleine erziehen sollst, was viele Männer falsch verstehen heutzutage. Sie denken: Oh, die Frau macht den Haushalt, sie kocht, putzt, wischt, dies, das und sie erzieht die Kinder. Ja, das macht eine Frau, aber nicht nur sollte sie die Kinder erziehen, du solltest auch einen Beitrag leisten. Genauso solltest du auch zeigen, dass du auch beim Haushalt hilfst. Es ist geben und nehmen. Ich kann kochen, ich kann putzen, ich kann backen, ich kann alles. Deswegen später, wenn ich eine Frau habe, ich unterstütze sie beim Kochen, wenn sie auch mal einen schweren Tag hatte. Vielleicht macht sie dann auch einen Job oder sonst irgendwas oder bildet sich irgendwie weiter, was weiß ich. Oder sie hatte einfach einen stressigen Tag mit den Kindern. Dann bin ich da als starker Mann, komme nach Hause von meinem Business, was auch immer ich getan habe, und unterstütze meine Frau. Bin da für sie. Bin da für sie. Das machen starke Männer. Das machen wahre Männer. Wahre Männer sind da für ihre Frauen. Wenn die Frau loyal ist, wenn die Frau ehrlich ist, wenn die Frau zu mir steht, wenn die Frau mir alles gibt, was ich brauche, und ich gebe ihr alles, was sie braucht, und ich bin da für sie, sie ist da für mich. Wir sind zwei Menschen, die zusammenkommen und bilden eine Einheit. Genau das macht eine funktionale Beziehung aus und einen echten Mann aus. Du bist auch unterstützend. Auch wenn ich oft sage, die Frau unterstützt den Mann. Ich sage auch geben und nehmen. Der Mann unterstützt auch genauso die Frau. Wenn die Frau irgendwas hat, was ihr auf dem Herzen liegt, hört der Mann auch hin und hilft. Egal, was diese Frau gerade braucht. Er hilft, er ist da und ignoriert nicht ihre Gefühle
oder reitet noch darauf rum, was viele toxische Männer heutzutage auch machen. Sie nutzen es gegen sie, um sie kontrollieren zu können. Ah, was, du findest dich nicht schön? Ah, nicht schlimm. Und im nächsten Moment sage ich dir dann, dass du nicht schön bist. What? Und das machen viele. Das machen viele. Reiten extra auf deinen Unsicherheiten rum. Nur damit du dich noch unsicherer fühlst. Damit sie dich noch mehr in der Hand haben. Und das macht nur ein toxischer Mensch, ein toxischer Mann. Wahre Männer, genau das ist auch noch eines der wichtigsten Punkte. Ich sag hier wirklich jetzt, das ist ein brutales Video. Wahre Männer bringen das Beste aus ihrer Familie raus, aus ihren Kindern. Sie motivieren ihre Kinder, dass sie die besten, nicht nur die beste Kindheit haben, sondern die beste Version ihrer selbst werden. Sie motivieren ihre Kinder dazu und animieren ihre Kinder dazu, wirklich motiviert durchs Leben zu gehen und danach zu streben, ein guter Mensch zu sein. Das machen wahre Männer. Und genauso mit ihrer Frau. Sie motivieren ihre Frau, sie animieren ihre Frau. Nicht animieren im Sinne von Alleinunterhalter, Klassenclown, Kasperle-Theater. Das meine ich nicht. Animieren meine ich im Sinne von du bist der Fels in der Brandung und kannst ihr helfen in schweren Zeiten. Ist vielleicht nicht das beste Wort, animieren. So, aber animieren kann man ja auch verwenden für einfach auch mal ein gutes Gefühl geben, sie aufbauen. Sagen wir es so, sie bauen die Familie auf. Sie bauen die Familie auf, sie bringen Struktur rein und vermitteln nicht durch Dominanzspiele, so, du musst jetzt hören, ich bin dein Vater, du musst auf mich hören und du bist so unrespektvoll, du bist so respektlos, du musst auf mich. Nein, nicht so. Wenn das Kind dir gegenüber respektlos ist, sagst du genauso, wie es ist. Ey, hör zu, wir müssen miteinander reden. So wie dein Verhalten ist, ist es nicht richtig. Wenn du Respekt von mir willst, dann gib mir auch Respekt zurück. Sonst werde ich dir mal genau das spiegeln, was du mir gibst. Und dann sagst du mir, wie du dich fühlst. So wird ein echter Mann mit seinem Kind reden. Aber falsche Männer, gut, die reden gar nicht mit ihrem Kind. Die lassen auf sich rumreiten, vielleicht sogar noch, weil es Lappen sind. Oder ignorieren einfach das Ganze und lassen und denken, nur oh, die Frau macht das, ist nicht mein Problem, sind ihre Kinder. Alles Bullshit. Wenn das Kind aus der Reihe tanzt, du bringst es wieder in die Spur. Mit humaner Art, mit einer legalen Art, nicht mit Peitsche schlagen und Rute und was weiß ich, was es alles gibt für eine Scheiße oder mit Ohrfeigen. So, wenn du nicht dich artikulieren kannst, wenn du nicht verbal Dinge lösen kannst. Ich werde keine Hand anlegen an meine Kinder, weil die Kinder das nicht verdient haben. Auch wenn sie mal ihre 5 Minuten haben, haben Kinder es nicht verdient, geohrfeigt zu werden. Niemals. Niemals. Diese Wesen müssen lernen. Und lernen tut man zwar durch Schmerz, aber der beste Schmerz ist die Wahrheit. Der beste Schmerz ist die Wahrheit und nicht irgendwie physikalischer Schmerz, so eine Ohrfeige oder ein Schlag oder sonst irgendwas oder ein Tritt in den Arsch oder sonst irgendwas, was ich alles kenne, das bringt gar nichts. Das bringt dir nur noch weniger Respekt. Respekt bringt dir, wenn du es verbal klärst, wenn du es sachlich klärst, sachlich, auf Augenhöhe. Du redest mit dem Kind nicht wie als wäre es ein dummes Kind, sondern wie als wärst du der Chef. Ein guter Chef. Und es wäre dein Arbeitnehmer und es geht um dein Projekt, um dein Business. So, ey, deine Arbeit letzte Woche war nicht gut. Wird besser. So, um das Video jetzt nicht viel länger zu machen, als es sein muss, das macht einen wahren Mann aus. Er bringt das Beste aus seiner Familie raus. Er ist da für seine Familie. Er ist präsent. In diesem Sinne, wenn es dazu Fragen geben sollte, schreibt mir gerne. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.